Heute nehme ich euch mit ins Disney Village. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen. Es ist Freitag, der 29. Der 29. September, ich wollte fast sagen August, aber ja, heute ist ein großer Jahreskartenabend. Heute Abend gibt es ein Jahreskarten-Event und ich bin nicht dabei. Nein, ich habe es ja schon gesagt, das letzte Mal, als hier so ein Event war, das Pride-Event, ihr erinnert euch dran, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch das Video dazu an. Da habe ich gesagt, ich mache hier keine extra Events und so mehr mit, die irgendwie extra kosten, weil das wird eh nichts. Und auch wenn ich jetzt eine Karte hätte, das wäre natürlich nice to have, ich hätte jetzt eh nicht wirklich die Lust dazu. Den ganzen Tag gearbeitet, sehr, sehr früh aufgewesen und jetzt dann nach der Arbeit hier hingekommen, dann jetzt dann in den Park und dann so lange, dann, nee, muss nicht sein, ich bin echt happy darüber. Bin natürlich gespannt, was die anderen so erzählen werden, werde das nachher gemütlich vom Bett aus verfolgen bei Instagram, was da so abgeht im Park und es ist kalt. Ja, es ist wirklich kalt. Vor 2 Wochen war ich ja noch auf dem Glücksgefühle-Festival. Das muss ich eigentlich in jedem Video nochmal erwähnen. Und da war es so richtig heiß bis spät abends. Und hier sind wir gerade aus dem Auto gekommen, dachte ich, ey, man braucht eine Jacke. Ne? Aber 20 Grad sind. Es sind 20 Grad, aber es ist so ein bisschen windig. Und ja, also man merkt, der Herbst ist da, was ja gut ist, denn die Halloween-Season steht vor der Tür. Also die klopft eigentlich schon ganz krass an. Ihr habt es jetzt vielleicht schon am Intro gesehen. 1. Oktober, da kommt dieses Video hier raus. Und natürlich gibt es auch Merch. Da ich jetzt nicht in den Park reinkomme, also ich komme nicht ins Village und ich komme auch nicht in den Disneyland Park rein. Ins Village kommst du? Nee, stimmt, genau, ins Village komme ich. Ich komme nicht in die Walt Disney Studios, so, und in Disneyland Park, weil keine Reservierung für heute. Also das war jetzt das erste Mal, dass die Goldkarte tatsächlich nicht das gegeben hat, was sie versprochen hat, denn für heute ausgebucht. Ob das jetzt daran liegt, dass hier ein Event ist oder wirklich alle Tagestickets vergriffen sind, keine Ahnung. Also für heute habe ich kein Ticket mehr ganz kurzfristig bekommen. Aber egal, wir gehen jetzt ins Village, gehen mal hier durchs World of Disney und schauen uns mal die Geschäfte an, gehen auch noch irgendwo was essen. Es ist noch ziemlich früh, ist gerade mal gleich 7 Uhr abends, also von daher haben wir Zeit. Und wir haben ja keinen Stress, ne? Keine Termine mehr und so. Und euch nehme ich natürlich mit, weil ihr wollt natürlich sehen, was gibt es denn hier so Halloween-mäßig im Village zu erleben. Das sehen wir jetzt. Ja, wir machen unsere erste Station, also gerade die Bahn, die gerade unter mir vorbeigefahren ist, im World of Disney und schauen mal, ob es da Halloween-Merch gibt. Da wird sich ja schon so ein Spirit-Jersey angezogen, also von daher gehe ich davon aus, dass es hier Merch was. Weihnachten, da steht schon Noel. Weihnachten ist auch schon da. Also, wir gehen jetzt mal da rein und schauen uns, was es hier so im World of Disney alles zu entdecken gibt. Ich habe ja gerade eben noch von Halloween gesprochen, aber wenn man hier reinkommt, dann weihnachtet es sehr, ne? Und ja, der ist toll. Aber ich habe keinen Platz. Kostet, ich glaube, 149, oder? 150 Euro, ja. Das ist schon cool. Also es gibt wirklich schöne Sachen auch schon zu Weihnachten. Ne? Obwohl, dafür ist ja jetzt noch ein bisschen früh. Adventskalender, was ist das? Gucken wir mal. Dann ist es wahrscheinlich Tee, Räubusch-Tee. Sehr schön, wie ich finde. Die Ornamente habe ich euch ja letztes Mal schon mal gezeigt. Die Weihnachtskränze sind auch wieder am Start. Also es gibt schon einiges. Aber das ist ja nicht das, warum wir jetzt hier sind, sondern wir wollen ja schauen, was es für Halloween gibt. Figurenmäßig, ja, nichts Neues. Da oben die zwei, die habe ich ja schon. Das Eichhörnchen und dieses Ding hier vom Mickey's Dazzling Christmas Parade. Auch hier den Wagen gibt es auch immer noch zu kaufen. Es ist einfach so schön. Aber ich glaube, es gibt ja über das ganze Jahr zu kaufen. Und auch hier sehen wir noch so ein paar Sachen. Das ist natürlich wieder cool. Aber das sieht irgendwie so kaputt aus, oder? Also irgendwie fehlt da eins und ich weiß nicht, also müssen wir es nochmal genauer anschauen irgendwo. Da gibt es bestimmt nochmal eins, was wir sehen können. Und die Spieluhr habe ich euch ja auch das letzte Mal schon mal gezeigt. Ja, gehen wir mal schauen, wo es Halloween-Merch ist. Der 100. Geburtstag naht, wir wissen es, ne? Am 16. Oktober. Und so wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich doch mit am Start sein. Dazu gibt es auch immer noch Sachen hier bei World of Disney zu kaufen, hier vorne. Sonst nichts Neues, ein paar Loungefly und da hinten sehe ich schon Halloween stehen. Also wir nähern uns wohl dem, was ich mir hier anschauen möchte. Es ist sehr, sehr voll, weil die Leute natürlich früher aus dem Park mussten oder müssen. Ja, es gibt einen Loungefly. Da sind wir. Happy Halloween. Schauen wir uns an. Kostet 90 Euro. Dann haben wir hier den Spirit Jersey. Schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an, aber hier wollen Leute gerade schauen. Das ist so eine Decke, steht kein Preis dran, also nicht, dass ich ihn jetzt hier sehen könnte. Dann die Halloween-Ohren,
Ja, die gab es ja auch bei Shop Disney oder gibt es immer noch bei Shop Disney. Da gibt es im Moment übrigens, glaube ich, 25 oder 15% Rabatt. Also es gibt auf jeden Fall einen krassen Rabatt. Schaut da gerne mal vorbei. 25 Euro kosten die Halloween-Ohren. Dann haben wir hier so eine Art Hemd. Das sieht jetzt nicht so Halloween-mäßig aus. Es gibt ja diese Teelichthalter. Auch wirklich schön. Gibt es irgendwie jedes Jahr auch einen neuen. Auch immer bei Shop Disney. Deshalb, wenn ihr sowas haben wollt, schaut bei Shop Disney vorbei. Ich sehe jetzt den Preis wieder tatsächlich nicht. Tasse kostet 13 Euro. Hier die Tasse kostet 22 Euro. Ist aber sehr schön. Mal schauen, ob wir hier einen Preis sehen können. Ja, 20 Euro. Also dann besser, ne? Die Lampe zu kaufen. Hier haben wir den besagten Spirit Jersey. Hinten steht Disney in Paris drauf, Mickey mit Kürbissen und dann vorne dann auch nochmal in dem Design. Sehr schön, wie ich finde eigentlich. Kennen wir normaler Spirit Jersey Preis, also nicht günstig. Es gibt Süßigkeiten, es gibt, das ist das solche Lutscher, der sieht schon ein bisschen mitgenommen aus, aber da ist noch genug Auswahl da. Es gibt diese kleinen Kürbis, ja, das heißt, damit kann man halt, glaube ich, Süßigkeiten sammeln, wenn man das denn macht. Ne? Dann haben wir hier auch noch wieder die Ohren. Mini im Halloween-Outfit. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich muss ja mal gucken, dass ich nicht davor greife. Kostet 30 Euro. Hier haben wir auch wieder Süßigkeiten und Popcorn. Aber es ist jetzt noch nicht so was wirklich Besonderes dabei. Hier für Kinder Kostüme, 49,99 kosten die. Dann haben wir hier, das sind wohl Lampen, kosten 25 Euro. Die sind schon ganz cool. Hast du irgendwas Tolles gesehen? Was haben wir hier? Die Ohren sind eigentlich ganz cool, ne? Ja, das Flauschi ist so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Weihnachten schon, ne? Also das hätten sie ein bisschen anders machen können. Eine flauschige Fledermaus gibt es ja jetzt auch nicht. Seifenblasenspender, die sind cool, kosten 30 Euro. Die werden irgendwie auch immer teurer, ne? Dann haben wir Stitch, auch hier so Halloween-mäßig, auch für 35 Euro. Hier unten haben wir, was soll das sein? Soll das Baby Yoda sein? 27 Euro, also das ist wirklich Kategorie hässlich, muss ich leider sagen. Und ja, das war es jetzt, glaube ich, auch schon, was ich hier so bei World of Disney zum Thema, ach nee, Sven hat noch was Tolles. Ah, ich habe ja so eine Kürbislaterne, aber die haben jetzt richtige Ohren. Macht die irgendwas? Guck mal. Wo hast du die denn jetzt gefunden? Nee. Müssen wir uns nochmal im Park angucken morgen. Ah doch, sie leuchtet. 30 Euro, siehst du? Macht sie auch Musik? Nee, ne? Nee. Also die, ah, oh, jetzt flackert sie sogar. Ja, also 30 Euro kostet die. Die ist ganz cool, ne? Schön. Also vielleicht finden wir hier tatsächlich ja noch irgendwas, was Halloween-mäßig ist. Wir gehen mal weiter rum. Hier haben wir noch mal ein bisschen 100. Geburtstag. Wir haben jetzt einfach noch mal die Seiten gewechselt und sind wieder angekommen bei Weihnachten. Body Melt? Also das scheint eine, ich keine Ahnung, was ist das? Was ist Body Melt? Also eine Bodymilch wahrscheinlich, ne? Von Frozen. Von Frozen kostet 9 Euro. Die Handcreme, die es letztes Jahr hier zu kaufen gab, da muss ich echt wirklich sagen, die war richtig gut. Und da war ich mega traurig, als die leer war. War ein bisschen schade. Die Sachen kennen wir alle. Also sollte ich die nochmal erblicken, werde ich nicht Nein sagen können. Ja, hier noch mehr Ornamente, aber da braucht man nicht durchzugehen. Hier sehen wir jetzt nochmal den Zug, wie er aufgebaut ist. Der ist schon sehr schön, aber ich habe wirklich keinen Platz dafür. 150 Euro kostet der. Ist natürlich nicht günstig. Hier auch noch mehr Ornamente und diese Kränze. Die sind eigentlich ganz cool, aber 60 Euro für diesen Kranz. Dann, ja, so langsam rückt es ins Abseits, das Merch zum 30. Geburtstag. Da haben wir noch so ein paar Figuren. Mickey in Autopia, die heiß begehrte Seife. Und schauen wir hier noch
Stitch. Haben wir hier noch. Noch mehr Stitch. Ja, und auch im World of Disney, darüber habe ich ja schon ein eigenes Video gedreht, findet ihr die Kollektionen zu den einzelnen Attraktionen. Hier haben wir Le Tanier du Dragon. Da, Sven, schau. Das sind die Attraktionskollektionen, ja, wo ich noch alles von kaufen muss. Ich habe die schon, ich habe die doch. Ja, hier, schau mal, ein kleines. Das ist die Uhr. Ist schon schön. Der ist kaputt. Die Ohren sind auch ganz cool, finde ich, mit dem Hut. Habe ich aber schon alles gezeigt. Und hier haben wir Small World. Alles zum Thema Small World. Hier ist Peter Pan. Noch mehr Small World. Die habe ich beim letzten Mal gekauft, wo ich hier nur einen Tag war. Hier noch mehr. Nee, den habe ich noch nicht. Aber dadurch, dass ich ja jetzt, ne, die Hälfte bald nur noch bin, werde ich mir überlegen, den als Belohnung zu kaufen, um da reinzuwachsen. Was ja sehr bald passieren wird. Ja, was ist das? Die Tasse. 22 Euro, aber das ist nicht schön, finde ich. Was hat der Spirit Jersey denn gekostet? Hier noch mehr. Der passende Loungefly dazu. Und hier noch die Sachen von Big Thunder Mountain. Wir kämpfen uns weiter durchs Village und gehen jetzt mal zum Disney Store und schauen mal, ob es da auch irgendwas mit Halloween gibt. Oh, wenn du mir schon mal die Tür aufhältst, dankeschön. Ja, hier sehen wir schon kein Halloween, aber das Pixar-Merch ist ja da. Das habe ich euch ja auch noch nicht gezeigt. Das ist ja gut, dass wir hier reingekommen sind, ne? World of Pixar, ja. Der Pixar. Dafür ist es nicht gedacht. Was kostet es? Es kostet 10 Euro. Ja, es ist ja World of Pixar. Da seht ihr Pixar-Shirt und die Magneten sind natürlich wieder richtig cool. Kostet. Also, der kommt definitiv mit. Für einen Fünfer. 5 Euro. Da macht man nichts verkehrt. Dann haben wir hier Tassen. Noch mehr Tassen für Kinder. Die Bälle und ja, es gibt ja auch ein Spirit Jersey. Hier sind wieder Shirts. Und hier haben wir den World of Pixar Spirit Jersey. Vorne mit der Pixar-Lampe drauf. Und hinten steht World of oder Worlds of Pixar drauf. Mit so ein paar Pixar-Charakteren. Jo, ganz nett. Hier haben wir noch ein bisschen Elemental. Und ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie es heißt. Ich habe den Namen vergessen. Ja, Turning Red. Der Panda. Mai. Mai, so heißt dieser Panda. Ja, es ist halt sehr voll hier in den Geschäften. Also mal schauen, was hinten ist. Ja, das ist schon schön. Kostet 30 Euro. Nee, dafür nicht. Dann haben wir hier noch kleine Rucksäcke auch von Worlds of Pixar. Lanyards gibt's auch. Elemental haben wir ja schon gesehen. Und jetzt gehen wir wirklich hier mal durch. Ja, auch hier im Village, also im Disney Store gab es jetzt übrigens nichts mehr. Wird so langsam gruselig. Ihr seht hier, die Halloween-Deko findet auch hier jetzt so langsam ihren Weg. Übermorgen ist ja der offizielle Start. Also ich denke mal, dass hier morgen diese Palisaden, heißt das so, also diese Abgrenzungen, dann auch verschwinden. Natürlich. Es darf, ne? Es ist ja wie Harringtons. Es ist wie Harringtons, ne? Wir müssen hier auch vorbeischauen, was es hier so in der Disney-Galerie so Neues gibt. Ja, die sind total schön. Aber sie sind einfach so teuer. Aber guck mal von hinten. Dreh mal rum. Das ist ein Fail. Dass es schwarz ist, ne? 35 Euro. Ja, schade, Schokolade. Aber sie sind halt schon echt schön. Und es ist wirklich eine Lupe, ne? Guck. Mhm. Ja. Hätte ich auch gern. Das ist nicht schön. Nee? Nein, es ist nicht schön. Was macht man damit? Ja, da unten ist halt eben diese komische Figur. Die hatten wir ja schon mal. Hier haben wir das Encanto-Haus. Wir dürfen nicht bei Figuren gucken. Was ist das? Schön, das Biest, aber die gibt es ja schon immer. Kostet 179 Euro. Damals Ursula.
Die ist noch ganz cool hier, Walt Disney, wie er da so sitzt. Aber ich finde die Figur, die ich habe, schöner und auch vom Preis her. Der steht mit der Maus. Definitiv, genau, mit der Maus. Aber der ist immer noch cool, ne? Hä? Ja, der ist toll. 119. 119 geht auch voll klar, finde ich. Mhm. Also, ne, darf man nur so sagen. Ein bisschen was hier von Marvel. Hier haben wir die Partnerstatue. Die habe ich ja auch, aber in viel, viel größer. Für 79 Euro ist sie halt eben leider wieder zu teuer. Hier haben wir nochmal einen Blick auf Walt. Auch hier noch so ein bisschen was vom 30. Geburtstag. 59 Euro. Ich dachte, es gibt Rabatt da drauf im Moment. Aber anscheinend nicht. Ah, da gibt es noch ein paar Special-Sachen, die zeige ich euch gleich. Hier haben wir diese seltsamen Figuren, die ich immer noch nicht einordnen kann. Wie heißen sie? Kriktan oder Oriktan? Keine Ahnung. Und ja, hier schauen wir mal. Mini mit Swarovski, oder also mit Glitzersteinen habe ich auch noch nicht. Möchte ich auch nicht, das Schloss auch zu klein. Mickey habe ich, Oswald habe ich. Und dann gibt es jetzt diese zwei hier für 229 Euro. Sind auf 4750 Stück limitiert und die sehen aus wie Character aus dem Park. Ne? Also das sieht schon ziemlich cool aus, aber es sieht auch schon so ein bisschen plastikmäßig aus. Also ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Für 229 Euro weiß ich jetzt nicht. 99 Euro wäre okay. Ich habe Sven gerade gefragt, ob es hier was Neues gibt in der Ecke und da sagt er, der gleiche Plunder wie immer. Hier steht dieses ganze Weihnachtszeug. Und was soll das hier sein? Hey, guck mal. Was soll das? Rentiere. Ja, aber warum? Da sind einfach nur drei Rentiere? Ja. Der Weihnachtsmann kommt erst. Ach so, der kommt. Der hat noch frei. Dann gibt es hier so Glastassen. Dagobert-Merch, da fragen die Leute ja oft nach, ne? Gibt es also Dagobert hier? Ziemlich cool. Kostet 19 Euro. Ist in Ordnung. Also wenn ich hier sage in Ordnung, dann sind das... Achso, meinst du? Hier noch so ein bisschen was von Jim Shore, der jetzt in den nächsten Tagen übrigens so ein Signing-Event hier hat. Und dann Figuren hier signiert. Hier haben wir noch ein bisschen was, was wir auch alles schon kennen. Hier haben wir noch die Prinzessinnen. Hier gibt es ein paar Nightmare Before Christmas Figuren. 109 Euro. 149 Euro. Da haben wir noch das Madame Leota. Ja, hier dieser Nussknacker von Oogie Boogie für 59 Euro. Der ist riesig groß, schwer und der ist echt eigentlich Geld wert, würde ich sagen. Die Phantom Männer Uhr. Gargoyle, die Köpfe. Dann hier auch die Figuren. Phantom Männer, der Hollywood Tower Sven. Schau mal. Sven. Ich habe gerade den falschen Menschen angesprochen. Wie peinlich. Hast du gemerkt, gell? Ich habe den Falschen angesprochen. Wie findest du das? Aber? Für den Preis findest du das in Ordnung? Ist schwer, ja. Und das? Findest du zu teuer? Und das? Bricht mir die Wand zu Hause. Das ist voll cool, oder? Ja. Für 89 Euro. Aber was macht man damit? Ne? Und die, wenn jemand kommt, die wissen noch gar nicht, was es überhaupt bedeutet. Und hier haben wir auch nochmal die Uhr. Bei den Star Wars Figuren, da gibt es noch Ahsoka. 139 Euro. Sehr schöne Figur, wie ich finde. Aber ich bin jetzt nicht so der Star Wars Fan, der sich die Figuren davon ins Regal stellen muss. Ja, hier haben wir noch die Pins von September. Da haben wir jetzt auch was. Ja, ist schön, ne? Das ist teuer. Das ist auch noch so was, was ich gerne hätte. Und das Château de la Belle au Bois Dormant. Ja. So, dann schauen wir uns jetzt mal noch um, was es im Lego Store gibt. Und wo sind wir noch? Fashion. Einladen, den lassen wir eigentlich immer aus. Starbucks Tassen haben wir hier. Walt Disney Studios Tassen haben wir hier noch. Jede Menge. Und dann gibt es hier auch noch ein bisschen was für Halloween. Aber ganz ehrlich, Kosten. Keine Ahnung, ist kein Preis dran, aber so schön sind sie jetzt nicht. Es gab ja diese schönen Pumpkin-Tassen, aber das hier muss ich nicht haben. Ja. So, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja auch noch ein Update hier.
im Village in den nächsten Jahren. Und zwar, ich glaube, in den nächsten 2 Jahren wird es einen neuen McDonald's hier im Village geben. Komplett Umbau, der dann angeglichen wird an die neuen Läden, die hier dann aufmachen werden. Ans Bistro, was ja hier dann da anstelle von Café Mickey dann im Dezember noch eröffnen soll. Und ja, dann soll das alles, schaut euch das mal gerade an, alles wie aus einem Guss wirken. Es ist ein bisschen windig und ich würde es jetzt keinem empfehlen, mit dem Ballon zu fliegen. Angekommen bei Disney Fashion, Nightmare Before Christmas. Jetzt geht die Poncho-Zeit wieder los, ne? Jetzt wird es ja wieder kühler. Sven hat noch was gefunden, hält da hinten schon was hoch. Ich muss jetzt gucken, dass ich die richtigen Leute anspreche. Ja, Lion King Spirit Jersey. Aber ich weiß jetzt nicht, mir gefällt der nicht. 80 Euro, ja. Ist jetzt, muss man halt auch mögen, ne? Stitch, das haben wir auch schon mal gesehen. Ach ja, auch Spirit Jerseys haben wir auch schon gesehen. Zum 100. Geburtstag hier vorne sehen die so aus. Und hinten drauf, ich dachte, ich habe gehofft, der hängt jetzt andersrum. Sieht es so aus. Die sind eigentlich ganz schön. Bisschen was von Mini. Da hinten haben wir noch Pride. In Spirit Jersey gibt es ja auch schon länger. Die Taschen, die aus der Plane gemacht wurden, wo das Schloss renoviert wurde. Ne? Da gibt es immer noch, seht ihr hier, Taschen. Kostet 100 Euro. Sieht aus wie so ein Einkaufsbeutel. Dann hier diese Taschen. Ja, jetzt nicht so schön. Gehen wir weiter durch. Hier sehen wir ein Hemd mit Jack drauf. Nightmare Before Christmas. Und das sind so, da freue ich mich einfach drauf, dass ich solche Dinge auch bald anziehen kann. Und Jack Ohren gibt es auch. Die sind aus Plastik. Kosten, finde ich da jetzt einen Preis, 25 Euro. Finde ich eigentlich ziemlich schön. Shirts haben wir. Uhren. Falls man sowas haben will, 125 Euro kosten die Uhren. Dieses Mickey Mouse Design kennen wir. Letztes Mal haben wir diese Stiefel gesucht, jetzt sind sie hier. Ja, dann gehen wir mal rüber zu Lego, was es da noch so gibt. So, Disney 100 bei Lego. Gibt es ja schon so viele Sachen. Das gab es ja beim Schloss dabei. Ich weiß jetzt nicht, wo es zu ist, das jetzt gibt, diese Figuren. Gefallen mir jetzt nicht so wirklich. Hier haben wir eine große Mickey und wir gehen mal weiter durch. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Das große Schloss ist aufgebaut, sehen wir, aber ist auch nicht neu. Von Ariel die Muschel. Das Hokuspokus-Haus ist da. Die Kamera da oben, seht ihr sie? Da. Aber da empfehle ich euch tatsächlich, bei anderen Shops zu schauen, weil hier zum Beispiel kostet sie 99 Euro und ich habe beispielsweise 72 Euro dafür bezahlt bei einem Online-Shop mit dem großen A. Ne? Also lohnt sich immer mal Preisvergleich zu machen, auch bei Lego. Oft fallen diese Sachen ganz schnell im Preis und ja, schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Ja, hier Harry Potter. Also das ist schon wieder sehr, sehr cool. 429,99 Euro. Dass das stabil steht, ist einfach schon echt sehr, sehr schön. Da haben wir eine Concorde. Auch hier wieder Sachen, mega cool. So ein alter Atari, 239,99 Euro. Dieser Pac-Man Automat, 269 Euro, auch wirklich schön. Ein Jazz Club. Ich suche noch was ganz Besonderes, was ich gesehen habe beim Held der Steine. Nicht den Eiffelturm für 629,99 Euro mit über 10.000 Teilen. Schon heftig. Das, was ich suche, ist von Harry Potter, denn es gibt ja jetzt Hogwarts als Mini-Version. Und zwar nicht so, also nicht, wie wir es da sehen, sondern in nochmal einer anderen Version. Also ich meine nicht das hier, sondern wirklich wie das große Hogwarts-Schloss. Na damals. 169 Euro kostet es. Da sehen wir es. Sehr, sehr cool. Das sind 2660 Teile. Und ich glaube, wenn ich mir demnächst nochmal ein
Lego-Set nehme, dann dieses. Und auch da kann ich euch empfehlen, schaut bei anderen Shops vorbei, denn da fällt der Preis auch gerade richtig, richtig krass. Also 169,99 Euro ist zu viel. Ich habe es tatsächlich auch schon für 120 Euro gesehen. Also auf jeden Fall Augen offen halten, wenn ihr nach diesen tollen Klemmbausteinen schaut. Also ich habe ja immer gedacht, dass wenn das so windig ist, ne, dass man damit nicht fliegen kann, also fahren kann. Aber doch, da haben gerade die Leute geklatscht sogar, ne, dass wir nochmal unten angekommen sind. Wir hatten das auch schon, ja. Hier nochmal ein Blick aufs Bistro. Nein, Brasserie. Auf die Brasserie. Brasserie Rosalie. Ich muss mir das endlich mal merken. Eröffnung im Dezember 2023. Das ist also schon ganz bald. Innenausbau. Ja, sieht noch nicht so aus, gell? Habe ich auch gerade gedacht, aber ja gut. Wir sind da guter Dinge, im Dezember soll es eröffnen. Und jetzt stehen wir vor so einer Entscheidung. Was machen wir denn jetzt? Ja, aber wo? Downtown fragen, Manhattan fragen, aber wir sind nicht passend angezogen fürs Manhattan. Herzlich willkommen im Hotel New York, The Art of Marvel. Wir haben den Weg mal auf uns genommen, weil wir heute Abend nichts anderes zu tun haben und zeigen euch mal das Merch aus dem Hotel New York. So viele Merch-Videos, oder? Oh, das ist ja toll! Er hat so ein bisschen... Die Beine sind nicht so toll, ne? Guck mal. Aber sonst sieht er schon cool aus. Und hier ist Gott sei Dank jetzt auch nicht so viel los. Deswegen können wir hier mal durchsneaken. Süßigkeiten brauchen wir keine. Bücher. Hello? Brauchen wir auch keine. Es gibt wieder diese, ja, ich weiß nicht, wie heißen die? Ne? Bilder? Ich sage es einfach mal Bilder. Loungefly vom Hotel New York. Kosten 100 Euro. Dass das so Unterschiede immer sind. Da haben wir Handtücher für 30. Dann T-Shirts. Den Bademantel, das kennen wir ja alles schon. Ne? Das haben wir alles schon mal gesehen. Ganz viel Kostümzeugs für Kinder und Spielzeug. Die Sachen, die man auch im Marvel Avengers Campus bekommt. Ohren, Spielzeug. Alles jetzt nicht so das, was ich hätte haben wollen. Socken, Badelatschen, Schuhe, eine Uhr, Iron Man, das ist ja derselbe, der vorne auch im Eingangsbereich an der Rezeption steht. Hier haben wir noch mehr Spielzeug. Hier haben wir Sachen von Groot. Der ist voll cool. Schönen Gruß an Selina. Die hat den ja letztes Mal gekauft. Also, das heißt, es war im Januar, das ist schon so lange her, sie muss auch unbedingt nochmal mit. Haben wir nochmal Iron Man. Hier haben wir die ganzen Actionfiguren. Ein Poncho, guck mal, von Captain Marvel. Flattermanschetten, Kissen, Schlüsselanhänger. Ich brauche für mein Auto eigentlich auch noch einen tollen Schlüsselanhänger, wo ich gar keinen Schlüssel habe. Pins. Aber die sind jetzt auch nicht so schön, obwohl der ist ganz cool. Hello. Ja, da haben wir noch Tassen und Trinkbecher, ja. Schauen wir mal noch auf der anderen Seite, da gibt es noch ein paar Figuren. Wohin? Ja. Hier haben wir ein paar Spider-Man-Figuren. Haben auch wieder Iron Man, Loki, Dr. Strange, Captain America, Wanda, hier haben wir Hulk, die sind schon ziemlich cool, aber auch nicht günstig. Und dann zu guter Letzt schauen wir uns noch an, was hier ist. Da haben wir ein bisschen Schmuck, kennen wir aber auch alles schon, haben wir alles schon gesehen. Aber das sind die Dinge, die ihr hier findet, wenn ihr in diesem wunderschönen Hotel wohnt. Ja, wir sitzen jetzt hier im Hotel New York, The Art of Marvel, im Downtown-Restaurant. Ihr denkt uns, wieso sieht das jetzt so schön aus? Wir wissen es auch nicht. Wir haben einfach mal gefragt, ob wir einen Platz haben können, weil wir haben keine Reservierung gehabt für das Hotel, für dieses Restaurant.
Aber wir sind jetzt hier in so einem Ausweichraum. Hier ist es viel schöner, hier ist nicht so laut und es gibt Buffet. Und es ist schräg gegenüber genau von der Superhero Station. Vielleicht wissen es ein paar von euch, die hier frühstücken gehen. Ich weiß nicht, hier habe ich tatsächlich auch noch nicht gefrühstückt. Damals haben wir auch im Downtown-Restaurant gefrühstückt, als wir hier übernachtet haben. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Also, hier steht sogar der Name drauf, das darf man nicht zeigen. Es gibt immer noch die Cocktails zum 30. Geburtstag, also für Halloween hier noch nichts. Dann kennen wir es, ne? Downtown-Restaurant, 45 Euro war es, ne? 45 Euro kostet es pro Person. Gibt natürlich Jahreskartenrabatt, 15% für die Goldkarte. Ich zeige euch aber jetzt hier nicht, was es hier zu essen gibt, weil wir wollen jetzt den Abend genießen hier, ne? In Ruhe. Und ich denke, was ist denn? Willst du es zeigen? Ich zeige euch das Essen noch. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob hier das genau, also dasselbe gibt, was auch drüben ist im Hauptrestaurant. Hier seht ihr das, Vorspeisen, ich schwenke jetzt einfach mal drüber, weil Sven das ja jetzt unbedingt wollte, dass ich euch zeige, was es hier zu essen gibt. Ist alles ein bisschen kompakter hier aufgestellt, ne? Aber die kleinen Burger und so, also diese ganzen Hauptsachen gibt es hier auch. Da seht ihr das, sieht alles sehr, sehr gut aus und auch natürlich die Pizza, Lachs, die typischen Desserts. Und da gibt es auch schon tatsächlich was von Halloween. Ja, nachdem hier Sven befohlen hat, dass ich euch das Buffet zeige, habt ihr jetzt auch ein bisschen Buffet gesehen. Ist ein bisschen kleiner, glaube ich, als drüben. Oder es ist einfach enger zusammengestellt. Ich habe jetzt nicht keinen direkten Vergleich. Aber auf jeden Fall, finde ich, sitzt man hier schöner. Es ist ruhiger. Bitte? Viel leiser. Es ist viel leiser, genau. Weil Downtown ist ja doch ziemlich laut, sehr unruhig. Und hier ist es so ein bisschen vornehmer. Ne? Sind auch sehr vornehm angezogen heute. Ja, mehr gibt es jetzt gar nicht zu zeigen. Ihr habt jetzt ein bisschen Merch gesehen von Halloween. Ihr habt so ein bisschen Weihnachtsmerch gesehen. Von Worlds of Pixar. Von was weiß ich, von allem Möglichen. Wir waren endlich mal hier im Marvel Hotel, haben euch was gezeigt. Und wie der Baufortschritt ist Brasserie Rosalie. Ich muss es mir noch merken. Haben wir jetzt auch gesehen. Und ja, wir genießen jetzt das Essen. Und morgen geht es dann in den Park. Ne? Morgen ist ja der letzte Tag des 30. Geburtstags. Morgen wird nochmal richtig schön gefeiert. Nochmal das letzte Mal sehen, Dream and Shine Brighter etc. Und am Sonntag sind wir auch noch hier. Das ist der Start der Halloween-Season. Aber das werdet ihr alles in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch sehen. Also die nächsten Tage wird es Disney-Content geben. Und dann kommt auch so langsam schon Halloween-Content. Ich bin schon fleißig in der Planung. Und ja nicht nur das, sondern wir fahren ja auch noch aufs Oktoberfest am Montag. Also es wird zünftig. Ich freue mich sehr. Mir geht es gerade echt gut. Es war eine sehr, sehr schöne Woche. Habt ihr ja alles schon erfahren. Mein Auto habe ich übrigens auch wieder zurück. Also ist alles perfekt gelaufen. Und wir genießen jetzt das Essen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keines der nächsten Videos verpasst. Wir sehen uns ganz bald wieder hier im Disneyland Paris. Und bis dahin sage ich euch wie immer, na, na? Bye, bye. Bye, bye.